den hätte ich nicht einen Millimeter anders treffen dürfen. Der Nikolausabend 1994. UEFA-Pokal Achtelfinale. Borussia Dortmund gegen Deportivo La Coruña. Es waren natürlich Zweifel da, weil eben La Coruña auch damaligen Zeitpunkt eine herausragende Mannschaft hatte und die auch nicht unverdient das Hinspiel 1-0 gewonnen hatte. Also es war schon angespannt, aber wir waren schon optimistisch, dass wir da eine Runde weiterkommen. Das Spiel hektisch. Kampf statt Kunst. Rudel statt Jubel. Es bleibt bis zur Pause torlos. Was gibt Trainer Ottmar Hitzfeld den Seinen für die zweite Hälfte mit auf den Weg? Da ich nicht von Anfang an gespielt habe und in der Halbzeit auch nicht in der Kabine war, weiß ich das nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ein Spruch von Ottmar Hitzfeld war, wir sind jederzeit in der Lage, 3 Tore zu schießen. Nach 50 Minuten trifft Michael Zorc zum 1:0. Gleichstand. Alles auf Anfang. Nach 70 Minuten kommt der 18-jährige Lars Ricken für Thomas Frank in die Partie. Das Spiel ist eigentlich ziemlich an mir vorbeigelaufen. Ich habe überhaupt keine Bindung zu dem Spiel bekommen. Ich habe mich dann versucht reinzukämpfen, aber großartige Szenen oder so hatte ich eigentlich gar nicht in dem Spiel. Es geht in die Verlängerung. Und dann gelingt den Spaniern in der 102. Minute der Ausgleich. Ja, in dem Moment, als der Ball dann reinging, war es natürlich für uns eine Katastrophe, weil erstmal könnte man dann natürlich denken, okay, das war's. Ja, aber ich glaube, das hat uns auch gerade so Mitte der 90er wirklich, wirklich ausgezeichnet, dass wir viele Spiele noch gedreht haben, wo man es eigentlich gar nicht mehr so richtig mit gerechnet hat. Die 116. Minute. Karl-Heinz Riedle bringt den BVB wieder in Führung. Aber es fehlt noch ein weiteres Tor und es sind regulär nur noch 4 Minuten zu spielen. Ja, und das war dann das erste Mal, als dieses Stadion wirklich explodiert ist. Und wenn man sich die Bilder anschaut, ich glaube, Karl Riedle, der hatte es gar nicht registriert, dass wir noch ein Tor brauchen. Ich glaube, der wollte gerade zum Jubeln abdrehen und war dann einigermaßen überrascht, dass alle an ihm vorbeigelaufen sind, um den Ball aus dem Netz zu holen. Das war dann der Startpunkt zusammen mit unseren Fans. Und die Wucht dieser Synergie produziert nach 118 Minuten pure Magie. Jetzt zunächst abgeblockt. Dann ist Schmidt da. Bodo Schmidt und Ricken! Ricken, 119. Minute! Den hätte ich nicht einen Millimeter anders treffen dürfen, dann wäre er nicht reingegangen. Und dann knallt er ja auch noch gegen die Unterlatte. Welche Träume eines 18-Jährigen können in so einem Moment eben in Erfüllung gehen? Das war dann tatsächlich purer Rausch. Ich hätte jetzt auch nie sagen können, was ich danach gemacht habe, wie ich gejubelt habe oder mit wem ich gejubelt habe, keine Ahnung. Ich habe danach erst dann irgendwann im Fernsehen gesehen, dass, glaube ich, Julio Cesar, der jetzt auch eher der nüchterne Typ war und sachliche Typ, ich weiß nicht, ob der jemals so ausgerastet ist nach einem Tor und war dann tatsächlich der Erste, der dann auf mir lag und wirklich enthusiastisch gefeiert hat. Wenn ich die Bilder noch sehe, habe ich heute noch Gänsehaut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so ein Verein, was unsere Fans auch brauchen, auch als Mutmacher für schwierige Zeiten. Deshalb ist das, glaube ich, für so einen Verein wie Borussia Dortmund extrem wichtig, solche Momente. Und die geraten auch nicht in Vergessenheit oder nicht so schnell in Vergessenheit, sondern die leben auch nicht nur ein oder zwei Jahre weiter, sondern wirklich, wirklich Jahrzehnte. Und ich finde gerade das Malaga-Spiel war so der Moment, wo La Coruña allen nochmal in den Kopf gekommen ist. Ich bin nach Hause gefahren
habe die Spülmaschine ausgeräumt, habe mich ins Bett gelegt und bin am nächsten Morgen ganz normal zur Schule gegangen. Und ja, es gibt das Gerücht, glaube ich, dass Ottmar Hitzfeld mir, glaube ich, eine Entschuldigung schreiben wollte. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, glaube ich auch nicht. Im Zweifel hätte es mir wahrscheinlich auch keiner übel genommen, wenn ich nicht zur Schule gegangen bin. Aber das war für mich überhaupt keine Frage. Und dann ist das Spiel raus! Aus! Borussia Dortmund schlägt Deportivo La Coruña. Karrieren werden ja auch gerne mal reduziert. Und das ist bei mir natürlich 97, das Tor gegen Juve. Und dann kommt, glaube ich, auch schon das Tor gegen La Coruña. Ja, und ja, wenn man mit solch zwei Toren letztendlich in Verbindung gebracht wird, ja, was gibt es Schöneres? Das war ja auch immer mein Anspruch, irgendwas zu erreichen, was über meine Karriere hinaus Bestand hat. Und wenn ich auch, über 20 Jahre später noch auf dieses Tor dann eben auch von Fans angesprochen werde, ja, also mehr Wertschätzung und mehr Anerkennung geht ja gar nicht.